In Wien selber spitzt sich die Situation auch immer mehr zu. Jetzt gibt es aber ab Montag die ersten Öffnungsschritte, die in Aussicht gestellt wurden. Das heißt, der Lockdown für Ungeimpfte wird beendet. Das ist wahrscheinlich ein Schritt, den Sie sehr begrüßen. Ja, aber es ist ein Minischritt, der in Wahrheit ein großer Fake ist, weil das jetzt seitens des Gesundheitsministers und seitens der Bundesregierung gesagt hat, der Lockdown für Ungeimpfte wird beendet, aber 2G bleibt bestehen, ist ja auf gut Deutsch gesagt eine Verarschung der Leute. Weil wenn ich jetzt nicht geimpft bin und im Lockdown bin, ist ja kein Unterschied dazu, oder wenn ich nicht geimpft bin und ab Montag da 2G gilt, trotzdem nirgends mehr rein kann. Das ist ja völlig absurd. Das heißt, es muss dieser Lockdown für Ungeimpfte echt beendet werden, und der kann nur echt beendet werden, wenn 2G endlich fällt. Es gehört auch die Maskenpflicht, die FFP2-Maskenpflicht in Geschäften, im Handel, in der Gastronomie endlich weg. Es gehört die Sperrstunde endlich weg. Die Intensivbetten sind leer, die Intensivstationen sind leer, die Spitäler sind leer. Es gibt mit Covid kein reales Problem mehr für unser Gesundheitssystem. Wir sind so weit weg von einer Auslastung, wie man überhaupt nur von einer Auslastung weit weg sein kann. Und dass hier seitens der Regierung trotzdem weiter Panik gemacht wird, dass Ängste geschürt werden, dass absurde Schikanen getroffen werden, die die Wirtschaft schädigen, wo die Geschäfte in Wien und in Österreich leer stehen, kein Mensch einkaufen geht, der Handel stöhnt und man trotzdem weiter die 2G-Pflicht lässt, man die Gastronomie weiter unter Druck setzt mit einer völlig sinnlosen Sperrstunde und jetzt auch die Maskenpflicht eben sogar im Freien beibehalten werden soll, da fragt man sich wirklich, wo lebt diese Bundesregierung und haben die jeden Bezug zur Realität verloren? Das ist nur mehr absurd. Auch heute sind bereits die Daten des EMS bekannt. Es gibt Neuinfektionszahlen, die sind so hoch wie nie zuvor. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die Sie noch begrüßen, oder sagen Sie, nein, es muss jetzt Schluss sein? Nein, es muss jetzt Schluss sein. Es gibt 35.000 Infizierte, das sind etwas mehr als gestern. Gleichzeitig ist die Spitalsbelegung aber weiter abgesunken. Daran sehen wir, das Ganze ist jetzt ein mittlerer Schnupfen. Es gibt keine Gefährdung durch Omikron für 99,99% aller Menschen in Österreich. Und genauso muss man auch damit umgehen. Man muss jetzt endlich wieder zur Realität zurückkommen. Man muss die Gastronomie wieder aufsperren lassen. Man muss auch an den Schulen und für die Familien und für die Kinder endlich wieder Normalität einkehren lassen. Noch immer sind Zehntausende Kinder in Wien in Quarantäne, weil irgendjemand als Sitznachbar einmal positiv getestet wurde, obwohl nicht einmal der positiv Getestete oftmals krank ist, von den anderen gar nicht zu sprechen. Da leiden die Familien darunter. Gleichzeitig müssen die Kinder, wenn sie in der Schule sind, stundenlang mit einer FFP2-Maske sitzen. Das ist unzumutbar, das ist unverhältnismäßig und das ist einfach nicht mehr notwendig. Und hier muss die Bundesregierung endlich wieder in der Realität ankommen und sich nicht hinter irgendwelchen Gecko-Kommissionen verstecken, die kein Mensch mehr sehen kann. Gestern in Wien sind hunderte Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, weil sie mit der derzeitigen Situation, was die mündliche Matura betrifft, nicht zufrieden sind. Wie sehen Sie denn die derzeitige Lage? Ja, die Situation an den Schulen ist allgemein eine verheerende, was halt ein Resultat der falschen Covid-Politik der Regierung ist. Man hat die Schüler jetzt fast 2 Jahre lang zu Hause quasi eingesperrt, dann hat man sie kurz wieder in die Klassen gelassen mit Maskenpflicht. Man hat immer neue Regeln erfunden, die dann wieder abgeändert. Einmal hat es eine Bildungsampel gegeben, die hat man dann schnell wieder eingestanzt. Es hat einfach eine enorme Planungsunsicherheit geherrscht. Ich bin dafür, dass ab jetzt endlich wieder es eine Garantie für die Schüler und für die Eltern und vor allem auch für die Lehrer gibt, dass der Unterricht ganz normal in Präsenz stattfinden kann, dass es keine sinnlose Maskenpflicht gibt, sogar im Turnunterricht, wo es ja wirklich an den Haaren herbeigezogen ist, wie das funktionieren soll. Ich bin dafür, dass der Schulunterricht wieder normal stattfinden soll, dass es auch eine normale Matura geben soll, aber dass man diese in diesem Jahr vielleicht wieder dezentral macht, dass die Schulen auch die mündlichen Maturen selbst gestalten können, weil es ja durch Corona zweifelsohne einen massiven Einschnitt im Bildungsfortschritt gegeben hat. Im Februar soll die Impfpflicht in Kraft treten. Gestern hat sich auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl zu Wort gemeldet. Er spricht vom Impfzwang und rechnet auch damit, dass eventuell diese Impfpflicht doch aufgehalten werden könnte. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass da Chancen bestehen? Na, dass es ein absurder Zwang ist, da hat er völlig recht. Es gibt medizinisch keine Notwendigkeit mehr dazu. Es gibt moralisch keine Rechtfertigung für diese Zwangsmaßnahme. Und es gibt auch rechtsstaatlich massive Bedenken. Es gibt irrsinnig viele Experten, die sagen, dass diese Impfpflicht verfassungswidrig ist. Auch heute habe ich wieder in Ihrer Zeitung gelesen, dass eine Staranwältin gesagt hat, sie geht davon aus, dass diese Impfpflicht aufgehoben wird. Ich glaube jedoch, dass die Regierung sich, so wie sie sich ja auch in all den anderen falschen Maßnahmen, nicht von ihrem falschen Kurs abbringen lässt. Auch hier
dabei bleiben wird und dass es hier einige Monate dauern wird, bis es ein höchstgerichtliches Urteil geben wird und dass dann diese Impfpflicht ja Geschichte sein wird. Das hoffe ich und davon bin ich zutiefst überzeugt. Auch die Testungen stehen immer weiter in der Kritik. Auf der einen Seite wird österreichweit sehr, sehr viel getestet. Die Testergebnisse lassen aber oftmals sehr, sehr lange auf sich warten. In Wien wird besonders viel getestet. Wie stehen Sie dazu? Ja, das sind völlige Sinnlos-Testungen, die sich aus diesen falschen Maßnahmen ergeben. In Wien testen sich jeden Tag Hunderttausende gesunde Menschen. In Wien finden mehr Tests statt, PCR-Tests, als in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Und da muss man sich mittlerweile doch die Frage stellen, cui bono. Es gibt hier einige Firmen, die ganz große Kasse machen mit diesen Testungen. Und es gibt am Ende irrsinnig viele Menschen, die auf Testergebnisse warten müssen, die sinnlos Tests machen. Fast alle Tests sind negativ. Und hier natürlich eine Situation entstanden ist, wo es wenige Firmen gibt, die gewinnen und irrsinnig viele Menschen, die wirtschaftlich unter dieser Corona-Krise gelitten haben. Und hier, glaube ich, wird man sich in der Folge doch auch durch Rechnungshofüberprüfungen und ähnliche Dinge durch parlamentarische Kontrolle ansehen müssen, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, nichtsdestotrotz, ab 1. Februar soll die Impfpflicht dann in Kraft treten. Was raten Sie Menschen, die jetzt noch skeptisch sind bzw. das auf keinen Fall möchten? Schauen Sie, ich bin kein Arzt, ich gebe keine medizinischen Empfehlungen ab, ob jemand sich impfen soll oder nicht impfen soll. Ich bin aber absolut der Meinung, dass es die freie Entscheidung sein muss, ob sich jemand impfen lassen möchte oder nicht impfen lassen möchte. Ich gehe davon aus, dass es zu einer Flut an Einsprüchen kommen wird, dass auch viele Gerichte, Verwaltungsgerichtshof, am Ende der Verfassungsgerichtshof sich damit auseinandersetzen werden. Und wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz aufgehoben wird und als verfassungswidrig eingestuft wird und dass diese Impfpflicht fallen wird. Wann es der Fall sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Jetzt sagen Experten noch, dass wir noch nicht den Höhepunkt der Neuinfektionszahlen erreicht haben. Das wird erst Ende Jänner bzw. Anfang Februar der Fall sein. Werden Sie trotzdem jetzt schon dafür, tatsächlich alle Maßnahmen aufzuheben? Ja, weil wir testen Hunderttausende gesunde Menschen und kommen drauf, dass die mit einem Virus infiziert sind, von der sie in vielen Fällen überhaupt nicht krank macht. Oder wenn dann einer krank ist, einen ganz leichten Verlauf hat, leichte Kopfschmerzen hat oder zu Hause bleiben muss. Fast niemand mehr muss ins Spital aufgrund der Omikron. Variante. Und aufgrund hier einer herbeigetesteten, enorm hohen Fallzahl, die Leute weiter einzusperren und Schikanen zu haben, ist wirklich absurd. Es hat noch im letzten Jahr einen Stufenplan der Bundesregierung gegeben, der 6 Stufen vorgesehen hat, wann welche Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Die Stufe 1 wäre eingetreten bei 200 Intensivbetten belegt durch Corona. Wir haben jetzt noch niemals seit Omikron diese Stufe 1 erreicht. Das heißt, wir sind in der pandemischen Stufe 0 in einem Fahrplan, den sogar diese Bundesregierung festgelegt hat. Die Stufe 1 hätte gesehen, Masken Pflicht. Von FFP2 gar nicht zu reden. Die Stufe 1 hätte vorgesehen 3G-Kontrollen. Jetzt haben wir noch immer 2G. Das Ganze ist absurd, das Ganze ist herbeigetestet, das Ganze ist am Ende vielleicht auch ein Geschäft für einige wenige. Und ich glaube, dass deswegen der Zeitpunkt gekommen ist, mit diesem Wahnsinn zu beenden, so wie sie auch sehr viele andere Länder, zuletzt Norwegen, England, Kroatien, viele unserer Nachbarn bereits getan haben. Der Handel, der ist natürlich jetzt auch schwer im Nachteil. Man hat gehofft, dass es hier weitere Öffnungsschritte gibt. Sie haben auch die Sperrstunde um 22 Uhr angesprochen. Wann, glauben Sie, wird hier von Seiten der Bundesregierung auch reagiert? Ich weiß es nicht. Also die Bundesregierung hat mir wirklich den Eindruck, die verschanzt sich im Tarnanzug mit der Gecko-Kommission irgendwo in einem Büro und die kriegen überhaupt nicht mehr mit, was sich in Wien abspielt. Es haben irrsinnig viele Lokale zu, weil es keinen Betrieb gibt. Es haben irrsinnig viele Geschäfte die Regale vollgeräumt im Supersaal und können nichts verkaufen, weil es keine Kundschaft gibt. Es haben irrsinnig viele Familien Probleme, weil sie mehrere Kinder haben und ständig ein Kind irgendwo in Quarantäne geschickt wird, obwohl es überhaupt nicht krank ist. Das heißt, hier ist die Bundesregierung fernab der Lebensrealität der Menschen. Sie trifft Entscheidungen anhand von Zahlen, die überhaupt nichts mit den reellen Gesundheitszuständen der Menschen zu tun haben. Das heißt, hier muss Realität einkehren, hier müssen diese Maßnahmen besser heute als morgen beendet werden. Und ich kann nur sagen, dass die FPÖ hier weiter Druck machen wird. Was haben Sie für einen Eindruck von der Wiener Bevölkerung? Kennt man sich tatsächlich noch aus, was gerade wo gilt oder ist es schon sehr unterschiedlich? Nein, es herrscht totales Chaos. Es hat ja jetzt gestern geheißen, eben, dass dieser Lockdown für Ungeimpfte beendet sein soll. Da sind natürlich alle daraufhin davon ausgegangen, dass damit auch der 2G-Nachweis endet, weil ja sonst sich faktisch nichts ändert. Dann hat die Regierung wenig später bekannt gegeben, der Lockdown ist zwar theoretisch beendet, aber der 2G-Nachweis, der muss weiterhin kontrolliert werden. Ja, da geht natürlich niemand
kommt mir in ein Geschäft. Erstens einmal diejenigen, die ausgeschlossen sind im Vornherein, weil sie keine Impfung oder keinen 2G-Nachweis haben. Aber auch als geimpfter Mensch, wenn ich schon beim Schuhgeschäft kontrolliert werde nach Impfausweis, dann auch noch einen Pass herzeigen muss, dass es auch zusammenpasst, dann eintreten kann, dann im Handel, im Geschäft drinnen eine FFP2-Maske tragen muss. Da geht ja niemand mehr bummeln, da geht niemand mehr shoppen. Da müssen die Geschäfte ja pleite gehen. Da sind viele Händler jetzt nervös und da finde ich es schlimm, dass der Wirtschaftskammerpräsident Ruck in Wien sich hier nicht auf die Seite der Unternehmen stellt und nicht mehr Druck macht. Hier müsste die Wirtschaftskammer auch einmal der Bundesregierung wirklich die Rute ins Fenster stellen und sagen, hört endlich auf mit diesen schikanösen Maßnahmen. Mhm. Herr Kraus, ich sage vielen lieben Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Danke. Eine Frage habe ich noch. Ja. Am Samstag wird in Wien auch wieder demonstriert. Sind Sie da dabei? Weiß ich noch nicht. Wenn Demonstrationen stattfinden, finde ich das gut. Ich finde es persönlich nur wichtig, wenn man sie so vielleicht jetzt durchführt, dass sie die Verkehrshauptrouten nicht mehr behindern. Es gibt genug Flächen, zum Beispiel am Heldenplatz, um das durchzuführen. Aber wir dürfen den Handel und die Geschäfte hier nicht weiter belasten. Deswegen Demonstration ja, aber bitte so, dass die Geschäfte nicht weiter geschädigt werden. Vielleicht auch am Sonntag, wäre das auch eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht, welche Demos angemeldet sind. Den Demokalender kenne ich nicht auswendig. Aber wenn, sind Sie vielleicht sogar dabei? Könnte ich mir anschauen, ja.